geschafft. Wenn man davor Angst hat, wird man nie neue Dinge versuchen. Und ich liebe es, Neues zu versuchen. Kommt mit nach Lazy Town. Dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town. In Lazy Town ist immer los. Wer ist wer? Hier ist der Superfiesling. Und hier das hüpfende Känguru. Doing, 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 doing. Mi, 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 mi. Das so sportlich ist. Gut, hier hast du einen Ball. Boing. Ja, das versuchen wir jetzt in echt. Tja, das hat nicht funktioniert. Okay, Onkel Meinert, jetzt geht's los. Zur Seite, nach vorne, zur Seite und nach hinten. Ja, okay. War das richtig? Und nach vorne und zur Seite und nach hinten. Oh. Ja. Oh. Komm schon, Trixie, tanzen macht wirklich viel Spaß. Tanzen ist was für Mädchen. Hä? Aber Trixie, du bist doch ein Mädchen. Ja, und du bist ein hüpfender Affe. Was? Ein hüpfender Affe? Oh. Du könntest recht haben. Oh. Und zur Seite, ja. Und zurück. Ja. Nur die Kinder, kein Affe. Oh. Und nach vorne. Ja, ich glaube, du bist jetzt soweit. Ein wunderschöner Tag. Meinst du, ich bin soweit, Senta Senf dazu zum Tanzen einzuladen? Ja, sie wird sich ganz sicher freuen. Oh. Gut, dann werde ich mal gehen. Wunderbar. Okay. Ja. Hey, Trixie, willst du nicht auch ein bisschen tanzen? Mal keine Lust. Wunderbar. Ach ja. Entschuldigung, liebe Senta Senf dazu, aber ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht Lust hätten, mit mir zu tanzen. Oh, es wäre mir eine große Ehre. Oh ja, das wäre es, mein Haupt. Ach, ich war früher wirklich eine fantastische Tänzerin. Naja, eigentlich nicht ich, aber ich kannte jemanden, der gut tanzen konnte. Gut, er hat gar nicht wirklich getanzt, aber er hatte ein Poster von einem Tänzer von einer Show, die ein riesiger Erfolg war in Schweden. Ach Gottchen, was für eine fantastische Geschichte. In Schweden. Aber zuerst brauchen wir Kostüme. Kommen Sie, Meiner, kommen Kostüme. Sie. Kostüme. Komme schon, Senta Senf dazu. Ja. Wow, dieses ganze Tanzen hat mich wirklich sehr hungrig gemacht. Ja. Los, lass uns ein paar Powersnacks essen. Und wo bekommen wir diese Powersnacks her, Siggi? Na, bei mir aus dem Kühlschrank. Hm? Oh, dann ist etwas, das dir gehört hat. Meins. Was? Oh, ja, ja, das machen wir. Das glaube ich auch. Wow, Meini, warte. Trixie, ist doch wirklich alles in Ordnung? Ja, ja, was soll denn sein? Alles ist gut. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst. Oh, naja, die Wahrheit ist, dass ich nicht gut tanzen kann. Ich habe Angst, dass ich das nicht hinkriege und alle Kinder mich auslachen. Nicht so schlimm, weißt du? Ich helfe dir doch. Wie denn? Zeig ich dir. Und los geht's. Okay. Zwei, drei, cha-cha-cha. Zwei, drei, cha-cha-cha. Oh, siehst du? Ich kann das einfach nicht. Du musst einfach nur ein wenig mehr üben. Das sagst du so einfach. Du hast ja auch beim Tanzen eine Goldmedaille gewonnen. Und möchtest du wissen, wie ich das geschafft habe? Na klar. Ich habe dafür wirklich sehr hart trainiert. Okay, dann werde ich auch mein Bestes geben. Okay, und los geht's. Okay. Zwei, drei, cha-cha-cha. Zwei, drei, cha-cha-cha. Zwei, drei, cha-cha-cha. Du machst es wirklich richtig toll. Oh, danke, danke schön. Aber versprich mir, dass du den anderen nicht erzählst, dass ich Angst hatte, sie könnten über mich lachen, ja? Das wird ewig mein Geheimnis bleiben. Oh, danke sehr, Pink. Ich bin so ein
eine gute Freundin, immer am Tanzen und Lachen. Lecker, oder? Ja, wirklich. Powersnacks sind ja toll. Und jetzt kann ich es kaum erwarten, weiter zu tanzen. Jetzt haben wir wieder Energie. Ja, das wird so viel Spaß machen. Hey, Jungs. Bist du soweit, Meini? Oh! Hey, vielleicht könnt ihr ja auch so eine Goldmedaille gewinnen wie Stefanie. Oh, du hast wirklich eine Goldmedaille? Wow, wofür hast du die bekommen? Ich habe bei einem Gesellschaftstanzturnier gewonnen. Oh. Du hast bei der Gewerkschaft getanzt? Oh, Siggi. Siggi, nein. Beim Gesellschaftstanz. Ah. Ich zeige es dir. Das ist Samba. Huh? Wirklich toll. Hat euch das gefallen? Zeig uns noch ein. Das ist der Jive. Mein Lieblingstanz. Wow, das sieht schwer aus. Das schaffst du schon. Wow. Oh. Ah, Jungs. Siggi, alles in Ordnung. Danke. Diese Tänze sehen toll aus. Kannst du uns das beibringen? Kannst du? Mhm. Kannst du, kannst du, kannst du? Ja, denn ich will auch eine Goldmedaille. Oh, das ist ja furchtbar. So mir nichts, dir nichts. Tanzen die dann mal jeden Tag? Ich muss das unbedingt verhindern. Denk nach. Zurück zur Höhle. Ich werde euch allen Tanzunterricht geben. Ja, ja, ja. Ja. Aber lasst uns erst morgen anfangen. Ich habe Trixie versprochen, dass ich mit ihr allein übe. Ach so. Ich verstehe schon. Mhm. Bringst du morgen auch deine Goldmedaille mit? Ach du. Bitte, oh bitte. Also, gut. Ich bringe die Medaille mit. Oh ja. Okay, bis morgen. Komm schon, Siggi. Und tschau, tschau, tschau. Bis dann. Ich dachte, es wäre schöner, wenn wir noch ein bisschen üben könnten. Weißt du, ich würde das niemals ohne dich schaffen, Stefanie. Ich bin immer für dich. Werde ich diesen Sportlump und das tanzende rosa Mädchen endlich los. Denk nach, Freddy. Denk nach. Denk, 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 denk. Denk, 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 denk. Gar nichts. Denk, 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 denk. Wieder nichts. Denk, 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 denk. Rein gar nichts. Tja, sieht so aus, als wäre Sportler Flummi einfach etwas zu groß für mich. Moment. Das Mädchen in Rosa ist noch winzig klein. Wie wär's, wenn ich sie zuerst loswerde? Ich fange einfach mal klein an. Oh, sie ist immer so nett. Lächelnd und freundlich zu jedermann. Willst du mein Freund sein? Wie, 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 wie? Tja, was wäre, wenn es davon das Gegenteil gäbe? Ich bin ein Genie. Ich mache eine gegenteilige Stefanie. Ja, die Kinder werden sie überhaupt nicht mehr mögen. Und dann muss sie die Stadt verlassen. Für immer. Es hat geklappt! Und jetzt noch die Batterie. Es funktioniert! Komm mit, wir haben einiges vor. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. Ja! Tanzen zu lernen ist wirklich toll, aber wo ist denn nun die Goldmedaille? Hm. Kannst du sie mir vielleicht mal zeigen? Aber natürlich. Wirklich? Oh, ja. Ich bin so aufgeregt. Okay. Wie findet ihr sie? Sie ist glänzend. Wunderschön. Danke. Bitte, noch ein Stückchen näher. Nein, Meini, Meini. Gold. Ich will sie auch mal sehen. Nimm deine klebrigen Finger von meinem Gold. Leute. Hey, Leute. Sie wird noch kaputt gehen. Jemand hat ein Problem. Tür auf! Tür öffnet sich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, sie kommen zurück!
glaube, die gehört dir. Dankeschön. Oh, meine. Leute, was macht ihr denn gerade? Stefanie bringt uns bei, wie man richtig tanzt. Ja. Mhm. Oh, Stefanie, kannst du uns die Tanzschritte beibringen, mit denen du die Goldmedaille gewonnen hast? Das wäre ja toll. Klar. Würdest du das tun? Klar. Dann lasst uns anfangen. Ja, okay, ich bin soweit. Echt gespannt. Wow. Wenn man viel trainiert, kann man alle Ziele erreichen. Und jetzt kommt die Hebefigur. Bereit? Oh, oh mein Gott, still stehen! Oh, oh. Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Oh, jemand hat ein Problem. Schon wieder? Oh, er meint's gut. Ich werde gleich nachsehen. Jetzt wird es Zeit, die neue und verbesserte Stefanie vorzustellen. So, das war's, Leute. Ist alles okay? Ja, wir haben die berühmte Adler mit Flügeln Hebefigur geübt. Aber der Bürgermeister kriegt sie einfach nicht hin. Es ist eine sehr schwierige Hebefigur. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Ich werde dir helfen. Übung macht den Meister. Viel Glück, Leute. Bis später. Bis später. Danke. Und jetzt? Los. Nein, stopp. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Lächle. Nein, nein, etwas weniger. Noch weniger. Etwas mehr und wieder weniger. Perfekt, so lassen, perfekt. Jetzt geh, geh, geh. Oh, Stefanie, du bist schon zurück? Hatte der Bürgermeister ein Problem? Nein, aber ihr habt jetzt ein Problem. Problem? Wieso haben wir ein Problem? Meini, du wirst niemals so eine Goldmedaille wie ich gewinnen. Was? Es ist nicht sehr nett, so etwas zu sagen. Oh, Siggi. Ja? So klein wie du bist, hört dir doch sowieso niemand zu. Ja! Hör sofort auf, das ist nicht komisch! Nein! Willst du was wirklich Komisches hören? Ja. Du hattest Angst, dass dich alle auslachen, weil du so eine miese Tänzerin bist. Ich hab dir das doch im Vertrauen gesagt. Und jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Meini, die gehört mir. Hey! Sie hat meine Medaille weggenommen. Oh, ja, ja, ja. Bravo. Ich kann gar nicht glauben, dass sie so etwas zu mir gesagt hat. Sie hat meine Medaille weggenommen. Ja, ja, ja. Aber am allerschlimmsten finde ich, was sie zu dir gesagt hat, Trixie. Ja. Lasst uns zum Bürgermeister gehen. Ja, zum Bürgermeister. Ja, Bürgermeister. Ja, Stefanie hat meine Gefühle verletzt. Ich glaube, ich muss so verstehen, warum sie so etwas sagt. Ich meine, so geht das doch nicht. Okay, jetzt noch ein Versuch. Mein Hort, ich fliege, ich fliege. Ich kann es. Das war toll. Wirklich beeindruckend. Oh, danke schön, Stefanie. Ich habe bestimmt ganz fantastisch ausgesehen. Oh, und Meinhard, Sie haben das wirklich toll gemacht. Ich habe eine ganz spezielle Überraschung für Sie. Ist das eine Hochzeitstorte? Oh, endlich. Seien Sie nicht kindisch, Meinhard. Das ist eine Gesellschaftstanztorte. Stefanie hat unsere Gefühle verletzt. Was? Sie hat unsere Freundschaft verraten. Ich will nie wieder mit ihr sprechen. Hier war sie auch ganz gemein. Was redest du denn da? Und jetzt kommt der krönende Abschluss. Ja, und dann hat sie gesagt, ich wäre zu klein. Klein? So etwas habe ich niemals gesagt. Doch, das hast du. Ja, hat sie. Aber das ist auch nicht die richtige Stefanie. Was? Nicht die richtige? Was soll das bedeuten? Wo geht der denn hin? Das ist die echte Stefanie. Wow. Oh, weh. Lächle. Noch eine Stefanie. Was? Oh, mein Gott.
Oh. Autsch! Autsch! Aua! So, das reicht. Sie hat mir beigebracht, wie man tanzt. Und nur die echte Stefanie würde so etwas tun, oder? Ach Gottchen, ach Gottchen. Sie sehen sich schon ähnlich. Ja. Oh, Spartacus, sieh doch nur, hier sind zwei Stefanis und eine war nicht sehr nett. Aber wir wissen nicht, welche Nein. ist. Nein, ja. wissen wir nicht. Die Stefanie, die ich kenne, lächelt immer. Ja. Ich sehe keinen Unterschied. Auch nicht. Und sie singt so gerne. Hä? Bing, bang, diggi, diggi, dong. Diggi-diggi-dong. Oh, sie singen beide sehr gut. In der Tat. Tja, die Stefanie hat sogar einem Tanzturnier gewonnen. Mhm, wir sollten sie gegen einen lassen, dann wissen wir, wer die echte Stefanie ist. Und Sie, Senta, Sie könnten noch in der Jury sitzen. Ja. Wisst ihr, sie kannte mal jemanden, der ein Poster von einer Tanzshow in Schweden hatte. In Schweden? Toll. Aha. Meinhard, Sie könnten doch mit mir zusammen in der Jury sitzen. Oh, danke schön, Senta Senf dazu. Und mir? Sie tanzen auch, Herr Faulig? Haben Sie jemals was vom Moonwalk gehört? Ja. Tja, und von mir ist der Sunwalk. Was? Dann können Sie auch in der Jury sitzen, aber wir brauchen noch Tanzpartner für die beiden. Dafür sorge ich schon. Gar nichts. Oh, ist das nicht traurig? Das arme Mädchen hatte noch nie in ihrem Leben richtige Freunde. Keine Freunde? Nein, nicht so wie du. Du hast eine Goldmedaille und du hast sehr viele Freunde. Tja, ich befürchte, sie bleibt so traurig. Viel Glück. Los geht's. Du kommst ganz schön schnell. Entschuldigung. Oh, das ist der Jury-Tisch. Ich bin jetzt Meinhard. Ich freue mich. Ich bin schon gespannt. Ich habe sogar ein Notizbuch. Oh, ein Notizbuch. Ah ja, lass den Wettkampf beginnen. Ja! Ja! Das ist ja wundervoll. Das war wunderbar. Was sagen Sie, Senta? Ich fand den Sprung am Ende besonders gut. Oh ja. Diese Stefanie war grand Dieu. Diese Positur. Les ronds de la figure naturellement. Les compositions chez long. Hä? Was hat er gesagt? Und jetzt kommt unsere zweite Kandidatin. Oh, ja, ja. Hallo. Da ist sie schon. Auch sehr gut. Oh,
dem Sprung? Was ist denn mit dem großen Sprung? Ja, das war eine Katastrophe. Ein tanzendes Fiasko. Was? Ich finde, der große Sprung am Ende hat gefehlt. Es funktioniert. Die erste Stefanie gewinnt mit der Nummer 26. Ja, aber... Es funktioniert. Ganz schön. Es funktioniert. Nein. Das ist die wahre Stefanie. Moment mal, Moment mal. Gewinnen ist doch nicht alles. Es ist doch klar, dass das andere Erste gewinnen zu lassen. Und ich kenne nur eine Person, die selbstbewusst zu tun. Und das ist Stefanie. Ja. Das stimmt wirklich. Nein! Trixie hat recht. Stopp, hört sofort auf. Das ist unfair. Sie hat gewonnen. Wir haben es doch alle gesehen, oder? Was ist passiert? Was ist denn jetzt los? Wo sind die beiden denn? Freddy Faulig! Tucker! Auf Wiedersehen! Stefanie, es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich wusste, dass ich nicht gewinnen muss, damit meine Freunde mich als echte Stefanie erkennen. Ihr seid alle wahre Freunde. Jetzt geht's los! Bing, bang, digi, digi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze. Tanze, tanze, tanze. Bing, bang, digi, digi, dong, Bordsalat, der alles heißen kann. Tack und ab, die Post, ich zeig dir, schick wie ein Ton. Ha!